Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht schon, es geht heute noch nicht um den Hydraulik-Huina, sondern um den Huina 580 Vollmetallbagger, der hier zu einem Volvo umfunktioniert wurde. Und damit nicht genug, den habe ich also nicht nur optisch hier umgebaut, denn auch die Fernbedienung wurde umgebaut. Das ist die Originalfernbedienung. Es gab einen Baggerstuhl dazu. Und genau, da hinten steht der MAN, der geht übrigens auch weiter. Ich habe gestern knapp 3 Stunden nur LEDs eingebaut und mal grob verlötet, also nur mal Kabel dran. Ich weiß nicht, entweder ich löte so langsam oder ich weiß auch nicht. Also da geht bei mir Zeit drauf ohne Ende. Es hat teilweise was Entspannendes. Ich zeige euch aber dann bei dem MAN mal die Rücklichter, diese 7-Kammern-Rückleuchten mit diesen SMDs. Boah, das ist dann eher eine Geduldsfrage schon. Das hat schon eher was von Puzzle. Ist aber super geworden, gefällt mir super. Aber anderes Video. Ja, kommt auch noch. Jetzt soll es um den Volvo. Ja, es ist ein Volvo geworden. Um den Huina-Bagger gehen. Das ist also der ganz normale Huina-Bagger, den ich hier umgebaut habe. Das ist die V4. Ich habe es im letzten Video schon mal kurz erwähnt. Ich habe keine Version 1, 2 oder 3 in den Händen gehabt. Ich habe mir die natürlich angeschaut und verfolgt das Ganze ja auch in diversen Foren und auf Facebook und so weiter. Aber habe selber noch keinen gehabt. Und den V4 eben jetzt bekommen. Und meiner ist ja Version 0. Da gab es noch keine Version, also einer der ersten, die herkamen. Und das sind wirklich Welten. Also bei mir ist alles eigentlich mit Heißkleber und ja, da hingen die Kabel lose. Also da hast du einen Arm aufgemacht, da sind gleich mal 3 Lötstellen weg gewesen. Und hier ist alles gesteckt. Also das Spiel ist nahezu beseitigt vom Oberwagen. Das heißt, das, was man bei mir und beziehungsweise bei den anderen Versionen dann irgendwo da diese Beilagscheiben reindrucken musste, das hat sich hier erledigt. Ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden mit dem. Und ich würde momentan auch keinen anderen nehmen. Also ich weiß nicht, wann das Video oder wie lange ihr das guckt oder wann ihr jetzt gerade da seid. Welche Version gerade auf dem Markt ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das hier ist die V4 und da bin ich schon echt zufrieden. Und muss sagen, es sind schon absolut Welten, ja, zwischen den ersten Versionen. Muss ich sagen, wirklich sauber verarbeitet. Genau, was ist passiert? Prinzipiell von der Mechanik, von der Elektrik ist alles original geblieben. Das heißt, die ganze Elektrik ist so drin geblieben, wie sie war. Ich habe einmal den ganzen Arm auseinandergenommen zum Lackieren. Ganz klar. Das einzige Gefutzel ist hier eigentlich mit den Lampen. Ansonsten lässt sich das wunderbar öffnen. Wie gesagt, der hier hat wirklich kleine Platinen drin mit Steckern dran, wo ich ausstecken kann, auseinandernehmen kann und danach einfach wieder einstecke. Ist alles super. Er hat eine größere Schaufel. Macht prinzipiell kein Problem, wenn ich jetzt andere Geräte habe, aber der Abstand dieser Löcher hier ist anders. Das heißt, wenn ich einen Schnellwechsler habe, dann muss ich aufpassen, passt diese Schaufel und die andere eben nicht zueinander. Ja, deswegen gibt es da unterschiedliche Versionen. Wenn ich keinen Schnellwechsler habe, ist es aber relativ egal, weil die Breite ist die gleiche und der Rest passt sich eh dementsprechend an. Jawohl, innen drin, die Mechanik hat sich ein bisschen verändert. Es ist einmal der Drehkranz neu gemacht worden. Der Arm hat eine Vollmetallspindel auch bekommen oder eine Schnecke. Das war bei meinem noch nicht so genau. Ansonsten, wie gesagt, ich habe da nichts geändert. Die Mechanik und die Elektrik ist genau eins zu eins gleich geblieben. Ich hatte eigentlich vor, ihn auch nur zuerst zu lackieren. Habe dann schnell gesehen, es schaut doof aus, denn der Huina hat ja hier diese Aussparungen, also diese Vertiefungen. Genauso wie hinten schaut es natürlich komplett anders aus und auf der anderen Seite auch nochmal. Und das sah einfach nicht nach einem Volvo aus. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mich hier entschlossen, mit einer Feinspachtel drüber zu gehen. Ist ein bisschen aufwendig, anschleifen, feinspachteln, drüber schleifen, wieder feinspachteln, bis das Ganze dann wirklich gerad und plan ist. Abkleben, lackieren natürlich. Hier hinten, das ist freihand mit dem Dremel rausgearbeitet. Jetzt zeige ich euch mal den. Moment, wir machen das hier oben mal ein bisschen mehr zu. So. Also hier hinten dieses Gesicht von Volvo reingedremelt. Er ist nicht
Nicht 100%. Also nagelt mich nicht fest. Er ist natürlich jetzt kein Scale-Modell oder irgendwas. Aber er kommt dem Ganzen natürlich näher und er schaut nicht mehr aus wie der Huiner. Das war der Plan. Das war der Auftrag. Er hat eine neue Motorhaube bekommen. Die ist hier auch verschließbar. Denn ihr wisst, die Originale hat ja diesen Knubbel. Das hat Volvo nicht. Volvo hat einfach so eine Platte hinten drauf. Relativ unspektakulär. Was geblieben ist, ist der Auspuff, der Originalauspuff und das Rauchmodul, und das ist immer noch in Funktion. Also Ton, Rauch, Licht, das ist alles ja drin geblieben. Das heißt, auch hier kann ich ganz normal das Rauchmodul ansteuern und das passt auch, das liegt genau auf. Wunderbar. So. Akkus ist auch hier, durch das, dass wir die Originalelektronik drin behalten haben, fahren wir mit den gleichen Akkus wie vorher. Packen wir jetzt hier rein und dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Also, der hat hier die gleichen Aufnahmezapfen und drüben kann ich, wie gesagt, das zumachen. Wenn es den jetzt überschlägt, dann haut es die Motorhaube weg. So fest und so stramm ist es nicht gemacht, aber es klemmt etwas fest und es hält. Passt. Mehr ist auch nicht der Auftrag dieser Klappe. Dann schalten wir mal ein, oder beziehungsweise wir kommen noch mal schnell zur Fernbedienung. Die Fernbedienung ist soweit original geblieben. Ich habe jetzt nichts anderes an Elektronik verbaut hier. Das Einzige, was dazu gekommen ist, ist hier hinten die Anschlussbuchsen für den Stuhl. Ja, das heißt, hier hinten ist eine Buchsenleiste dazu gekommen. Hier oben ist noch die Originalantenne. Und damit lässt sich die ganze Fernbedienung dann auf den Stuhl projizieren. Und man kann eben entweder mit der Fernbedienung fahren oder mit dem Stuhl. So einfach ist es. Wir schalten mal ein. So, Ton aus. Wie gesagt, von der Fernbedienung her hat sich nichts geändert. Da ist alles beim Alten geblieben. Ich finde, er geht ein bisschen weiter zu als die ersten Versionen. Ihr seht natürlich gar nichts. Ich sehe den Arm und ihr seht gar nichts. Ja, so. Also er geht ein bisschen weiter zu, gefühlt, als meine Version. Ich weiß nicht, wie die anderen Versionen waren. Wie gesagt, 2, 3, 4, 1, 2, 3 hatte ich jetzt nicht in den Fingern. Aber gefühlt geht der auf jeden Fall weiter zu, geht auch dementsprechend weit auf. Also ich bin hier, wie gesagt, absolut zufrieden. Das ist ein tolles Modell. Und nach wie vor muss ich sagen, ich habe den ja gekauft beim Modellbau Natterer. 399 Euro kostet er, kommt im Koffer. Hatte dabei zwei Akkus, Ladegerät und den Meißel. Und ich muss sagen, für diese 399 Euro, was will man mehr? Also, ich meine, natürlich ist es kein hydraulischer, aber der kostet halt auch nicht wie ein hydraulischer. Er ist wartungsarm, finde ich nach wie vor. Denn ich kann ihn jetzt so in den Schrank stellen und solange die Akkus geladen sind und nicht hops gehen, nehme ich den raus, schließe ihn an und kann weiterfahren. Finde ich super. Er ist an sich trotzdem einfach gehalten. Das heißt, wenn irgendwo was kaputt geht, mittlerweile ist die Versorgung mit Ersatzteilen sehr, sehr gut. Aber auch sonst, wenn jetzt irgendwo mal eine Lötstelle ist, dann macht man auf. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, da würde ich mich nicht hintrauen. Es ist sehr übersichtlich. Es ist alles klar strukturiert, die Kabel. Das Einzige, was wir haben leider nur, also leider keine 12-Volt-Versorgung. Das würde mir natürlich ein bisschen besser gefallen. Einfach, oder beziehungsweise die 3S-Lipo-Akkus zu nehmen, würde mir besser gefallen. Und wir haben halt eine Platine, das heißt, wenn was an der Platine ist, Fehlstrom, Kurzschluss, irgendwas, dann ist halt alles betroffen. Das heißt, meistens zieht sich es ja dann auch über die anderen Funktionen. Das heißt, irgendwo geht vielleicht mal die Kette hops und dann fährt es nicht mehr, und umso länger ich das Ganze dann betreibe, habe ich irgendwo einen Fehlstrom auf der Platine und dann kommt ein Bauteil nach dem anderen. Ja. So. Aber nach wie vor, wie gesagt, er ist in Vollmetall, Ketten in Vollmetall. Jeder, der vorher oder sich schon mal damit beschäftigt hat, einen Bruderbagger umzubauen, dieses Plastikteil von Bruder, weiß, was es kostet. Wenn ich sage, ich brauche einen Drehkranz, ich brauche eine Drehdurchführung, ich will Metallketten, allein Metallketten und ein Fahrwerk dazu, ist eigentlich, da bist du schon jenseits von Gut und Böse, dann hast du immer noch keinen Bagger. Also von dem her muss ich sagen, absolut top. Würde ich auch immer wieder mir anschaffen. Also, Schwafel, Schwafel. Fernbedienung, wie gesagt, alles soweit normal. Macht überhaupt keinen Unterschied zu vorher.
Und jetzt kommen wir zum Stuhl. Wie zeige ich euch den? Nur mal gucken, ob ihr das seht. Also das ist ein Klappstuhl, denn man will das Ding ja auch mitnehmen. Ich habe, meine ersten Stühle waren so Bürostühle, da haben wir das an die Seitenteile hingeschraubt. Aber so ein Bürostuhl kann ich A, nicht richtig verschicken und B, der geht mir auch hier im Weg um. Ja, das heißt hier, einmal zusammenklappen und dann ist das Ding weg. Schauen wir gerade mal. Also einmal aufhalten. Seht ihr das? Schaut ganz gut aus. Ich kann euch ja hier mal so ein bisschen um die Ecke holen. So. Gut. Also, wir machen das. Ich komme mal hier runter. Ist am einfachsten. Also, Fernbedienung, ich schalte sie immer noch mal aus. Ist das sicherste, denn wenn ich jetzt die Stecker einstecke und hier irgendwo mich vertue und falsch hinkomme oder sowas oder mal aus Versehen einen Pin verbiegen sollte, dann baue ich hier nicht gleich einen Kurzschluss rein. So. Stecke ich jetzt hier an. Die sind hier hinten angesteckt. Umschalten brauche ich in dem Fall gar nichts, denn die sind direkt aktiv. Das Einzige, was wichtig ist, ist in dem Fall... Und das schon. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ich mich jetzt darauf konzentriere, dass ich jetzt auf dem Stuhl bin, wenn die Stecker drin sind und jetzt nicht mehr an der Fernbedienung irgendwas mache. Ich könnte es, das würde jetzt an sich nicht unbedingt so schlimm sein, aber wenn ich jetzt den Joystick an der Fernbedienung und am Stuhl gleichzeitig betätige, dann kriegt den Fehlsignal, schaltet ab. Das wollen wir nicht, ist nicht gut für die Fernbedienung, deswegen lassen wir das Ganze. So, was haben wir alles für Funktionen? Ich fange mal ganz rechts an. Hier habe ich einen kleinen Joystick hin gemacht. Moment. Ich sehe schon. Ihr seht gar nichts. So. So ist besser. So ist besser. Also, hier ist ein kleiner Joystick. Und der ist jetzt so geschalten und verlötet, dass er den Bagger nach vorne, mit beiden Ketten nach vorne fährt. Denn wir haben ja auf der Fernbedienung das Problem, wir haben hier vier Knöpfe. Und hier muss ich zwei gleichzeitig drücken, damit er nach vorne fährt. Hier mache ich das alles über einen Joystick. Das heißt, nach vorne, nach hinten, links und rechts drehen. Das geht alles direkt über diesen einen Joystick. Macht natürlich das Handling wahnsinnig einfach. Ja? Vor allem, weil ich halt, wie gesagt, nicht zwei Knöpfe gleichzeitig parallel drücken muss, sondern ich kann hier wirklich einfach nach vorne und der fährt nach vorne. Ich kann auch nur mit einer Kette natürlich fahren, das geht hier auch. Ich kann eine Kette fahren. So, oder gegenläufig die Ketten ansteuern. Ja? Das heißt, auch auf diesem kleinen Joystick haben wir hier wirklich alle Funktionen. So. Dann haben wir hier den... die Schaufel auf und zu. Die Funktionen sind die gleichen. Also es ist von der Richtung her das gleiche. Wir haben Arm hoch und Arm runter. Und wir haben auf der Seite hier nochmal den Schwenken und Stiel raus und Stiel rein. So, ihr seht alles. So. So. Soweit die Grundfunktionen. Hier unten ist noch ein kleiner Hebel dran. Da können wir jetzt Zusatzgeräte anstecken. In dem Fall ist ja der Meißel mit dabei. Den kann ich hier einschalten. Ich kann es im 2D-Schalter, das heißt an, aus, an. Und ich kann mit diesem Schalter auch dementsprechend zum Beispiel den verstellbaren Grabenräumlöffel von links auf rechts schwenken. Geht alles. Ja, er bleibt auch. Ich habe zuerst einen Taster einbauen wollen. Allerdings habe ich dann das Problem, wenn ich jetzt natürlich sowas wie den Meißel anstecke oder irgendwas, was dauerhaft in Betrieb sein soll, dass ich dann da den Kontakt halten muss. Das ist auch bescheuert. Deswegen ist hier jetzt ein Kippschalter drin. Den lege ich um und dann bleibt der Meißel an. Genau. Ansonsten, wie gesagt, alle Funktionen sind gegeben. Ich kann es einfach mitnehmen. Und wenn ich jetzt keine Lust mehr habe oder sage, ich will jetzt den Stuhl nicht mitnehmen auf den Parcours oder wohin auch immer es mich verschlägt zum Baggern, stecke ich aus und
dann kann ich ganz normal über meine Fernbedienung im Garten rumfahren. Das war's. Das war der ganze Zauber und die Vorstellung zum Volvo. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder besucht auf meine Seite. Da ist ein Kontaktformular natürlich auch mit dabei. Und genau. Ich weiß noch nicht, mit welchem Video es jetzt direkt weitergeht. Ob das jetzt der MAN ist oder der Hydraulik-Huina. Je nachdem, zu was ich als nächstes komme. Und freut mich, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Abonniert meinen Kanal und wenn ihr unten die Glocke anmacht, dann werdet ihr auch informiert, wenn das neue Video online geht. Ja? Bis dann!